Kennst du auch diese Eigenschaft von gewissen Menschen, die dir was versprechen oder erzählen, aber nie in die Umsetzung kommen? Oder wo du dann merkst mit der Zeit, da verändert sich gar nichts? Und wie findest du das? Sagst du dir, das ist ja nicht schlimm? Oder bist du eher der Mensch, du distanzierst dich von diesen Personen? Weil du eigentlich nur das Gefühl bekommst, der macht genau nicht das, was er machen sollte. Und so zieht sich das auch durch sein Leben, dieses Kapitel. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, woran liegt das? Es gibt ja für alles eine Ursache. Und wenn du das herausgefunden hast, dann kannst du dieser Person auch helfen. Und diese Hilfe, überhaupt erstmal herauszufinden, dass sie grundlegend wichtig ist, die verschafft dir diese Fähigkeit, dass du dann mit der Zeit herausfindest, warum das so ist. Und da kannst du ansetzen, und das solltest du nicht nur bei diesen Leuten machen, sondern das solltest du grundlegend überall anwenden, wo du merkst, der hat ein Defizit, der hat Hindernisgründe, Hürden, wo du dir immer nur wieder vor Augen führst. Das ist gar nicht so schwer, da kannst du ihm bei helfen. Und genau das ist der Punkt, wo ich jetzt eine Frage beantworte, die mir jemand gestellt hat. Ich mache das zum Beispiel. Du guckst dir jetzt mein Video an. Aber verwirklichst du das auch in deinem Leben? Denk da mal drüber nach, ob das für dich nicht angebracht wäre. In diesem Sinne, bis dann.